noch den Wolf gucken können wir jetzt. Der Wolf, Anatomie und Biologie, alternative Fakten fürs Referat. Der Wolf. Wölfe zählen wohl zu den bekanntesten Raubtieren in unseren Gefilden. Die Evolution hat zahlreiche Wolfsarten hervorgebracht. Weit verbreitet sind zum Beispiel der Werwolf, der American Werewolf, der Werfwolf, der Reißwolf, der Fleischwolf, Das ist schon der Fleischwolf. der Seewolf, der Polarwolf, der Steppenwolf. Ich kenne Steppenwolf, das Video schon. der Leitwolf oder der Mähnenwolf. Ich kenne nicht alle Videos von dem Kanal, aber einige kenne ich schon. Das zum Beispiel. Der männliche Wolf wird von seinen Freunden Wolfie, das weibliche Tier Wolverine, genannt. Trifft ein einsamer Wolf auf eine Wolverine, gründen sie zusammen eine Wolfgang und bauen eine Wolfsburg. Sofern möglich an einem Wolfgangsee oder auf einem Baumwollfeld. Baumwolf. Sobald sich beide Wolf fühlen, bekommen sie Wölflinge. Die Die Wölflinge sind Wolverines sehr schön ernährt die Wölflinge animiert. mit Wolfsmilch, aus der sich übrigens auch der sehr schmackhafte Wolfram herstellen lässt. Bevorzugte Nahrung des adulten Wolfes sind Siebengeißlein und Rotkäppchen. Natürlich. Zur Jagd schleicht sich der Wolf im Schafspelz aber auch an arglose Schafsschwärme heran. Manche Wölfe fressen sogar ausschließlich Reh. Diese Exemplare werden Revolver genannt. Aufgrund seiner Gefräßigkeit wird der Wolf oftmals selbst vom Menschen bejagt. Was der Wolf wohl verdient. Viele Wölfe sind künstlerisch begabt. Die Wolfswerke werden sehr gerne von Wohlfahrtsverbänden ausgestellt. Wohlfahrt. Ja. Bei Vollmond Ach, Holy die Wolf. Perke. Ist ja auch irgendwie traurig. Der Wolf als sympathisches und kraftvolles Tier war bereits bei vielen Firmen und Produkten namensgebend in Oh Wolfsmilch. nein. So wurden beispielsweise die Automarken Volvo oder der Wolfswagen mit seinen Erfolgsmodellen Wolf GTI und WW Lupo nach ihm benannt. Lediglich das Natürlich. Mineralwasser Wolfig konnte sich, warum auch immer, nicht am Markt behaupten. Klotip ist doch alles nur Spaß. Ja. Sehr schön, haben wir noch ein Tier, was wir hier gucken können, was wir noch nehmen können. Da gab es noch, der Delfin gab es hier noch. Auf dem Kanal gab es noch ein. Eins soll ich noch gucken. Dann gibt es auch Sachen über Weihnachten. Der Mensch, das ist auch noch lustig. Können wir auch noch gucken. Der Mensch. Der Mensch. Menschen existieren auf der Erde bereits seit Menschengedenken. Nach neuester Menschenkenntnis waren die ersten humanen Lebewesen die Steinzeitmenschen. Diese waren noch Jäger und Stammler. Versagte der Mensch in der Frühzeit als Jäger, galt stets: Mensch, ärgere dich nicht. Statt des erhofften Jagderfolges gab es dann eben einen Menschenauflauf. Der Mensch ist nun mal, was er ist. Noch heute ist der Mensch Allesfresser. Außer er ist Vegetarier oder Veganer, dann nicht. Kleiner Joke gegen Erst durch Vegetarier. die entscheidende Entdeckung des Feuers und der Erfindung des Fahrrads Keine begann die Veganer-Witze. Digitalisierung und damit die Entstehung des No. Menschen, wie wir ihn heute noch kennen. Grundsätzlich werden nach ihrem Erscheinungsbild zwei Arten von Menschen unterschieden: Kopfmenschen und Bauchmenschen. Zur Familie der Menschen gehören neben den Großeltern, den Eltern, den Kindern, dem Onkel und der Tante auch die Menschenaffen. Ja, da gibt es viele von einer Chimäre Gesellschaft. sind unmenschlich und zählen nicht dazu. Menschenweibchen werden Sarah, Lara oder Tamara genannt, die Männchen Kevin oder Justin Ja. oder ganz anders.
Menschen sind Amphibien, das heißt, sie leben auf dem Land und im Wasser. Neben tagaktiven Menschen existieren die nachtaktiven Nachtmenschen. Sie werden erst in der Dämmerung und nachts richtig munter. Tagsüber ruhen sie sich in ihren Nestern aus oder nehmen am Ufer ein wärmendes Sonnenbad. Droht Gefahr. Interessant, diese Menschen, das ist... Können wir mal was drüber lernen. Kenne ich bis jetzt noch nicht, diese Menschen. Das ist also... Also über Zwerge gibt es hier dann auch kein Video, aber ja, die Menschen, auch interessant. Verschwinden sie blitzschnell im tiefen Wasser. Lange Tauchgänge hält allerdings kein Mensch aus. Bevor die weiblichen Menschen Eier legen können und ein Menschenpaar mit der Aufzucht der Menschenskinder beginnen kann, müssen sie sich zunächst einmal paaren. Menschenskinders. Die Paarbildung bei den Menschen ist oft mit einer Balz verbunden, bei der sich das Weibchen das beeindruckendste Männchen aussucht. Den männlichen Menschen stehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung, um einem Weibchen besonders zu imponieren. Ja. Einige Menschenmännchen präsentieren ihren farbenprächtigen Körper in einer Art Balztanz, um das Weibchen anzulocken. Auch mit besonders schönem Gesang und Lockrufen versuchen manche Menschenmännchen, ihre künftige Partnerin für sich zu gewinnen. Man kennt's. Nach der gemeinsamen Vermenschlichung bilden sich in der Gebärmutter des weiblichen Körpers dotterreiche und hartschalige Eier, die über den Eyeliner entweder in Wasser oder meistens aber in mehr oder weniger kunstvollen Nestern abgelegt werden. Nach durchschnittlich viele Monate später schlüpfen die Menschenskinder. Die ausgewachsenen Männchen flüchten etwa mit 20 Jahren aus dem elterlichen Nest. Manchen menschenscheuen Nesthockern gelingt dies aber auch erst um das 30. Lebensjahr. Menschen werden 79 Jahre alt, außer sie sterben früher. Ja. Mensch, 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 Mensch. Menschenskinders. YouTube. Der Mensch, Anatomie und Biologie, alternative Fakten fürs Referat. Ja, lasst auch mal ein Abo unten, nämlich nach oben bei ClowTube da. Für seine alternativen Fakten fürs Referat. Ja, gibt es auch Sachen über Italien. Und ganz andere Sachen. Über Weihnachten und das Fahrrad haben wir auch schon gesehen. Ja. Sehr schön. Schaut doch auf meinem Kanal vorbei. Da auch ein Abo da lassen. Nämlich nach oben auf Twitch vorbeischauen. Ja, Follow da lassen. Auf YouTube Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid.